Wir haben heute der GDL-Führung ein neues Angebot übermittelt. Es beinhaltet zum einen eine Lohnerhöhung von insgesamt bis zu 13%, also noch mal 2% mehr als das, was wir bereits angeboten haben. Und es beinhaltet die Möglichkeit für Lokführerinnen und Lokführer zum 1. Januar 2026 die Arbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden abzusenken bei gleichem Gehalt. Alternativ können die Lokführerinnen und Lokführer, die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, aber auch eine Gehaltssteigerung von 2,7% wählen. Eine Lohnerhöhung in zwei Schritten, 4,8 und dann 5,0%. Und im dritten Schritt eben genau diese Wahl, ob ich dann lieber eine Stunde weniger bei gleichem Gehalt habe oder bei gleicher Stundenzahl bleibe und dann 2,7% mehr Gehalt habe. Also es gibt absolut keinen Grund mehr für die GDL, nicht jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen, denn wir haben hier sehr konkret auch zu einem zentralen Anliegen der GDL einen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Es liegt jetzt in der Verantwortung der GDL, an den Tisch zu kommen und mehr Verhandlungen zu wagen. Die GDL muss an den Tisch kommen.